Shalom Aleichem. Soll ich ihm sagen? Soll ich ihm nicht sagen? Soll ich ihm kritisieren? Soll ich ihm nicht kritisieren? Was ist besser? Dem anderen zu sagen, was soll er besser machen oder nicht? Sagt der Rebbe Rayatz eine wunderbare Regel. Kritik ist wie eine Spritze. Wie legt man eine Spritze? Muss man zuerst geeignet sein. Krankenschwester, Doktor. Also, wenn du bist nicht geeignet, lass die Spritze weg. Wer bist du, dem anderen was zu sagen? Welche Bildung hast du? Und erst dann brauchst du den weißen Kittel. Und jetzt kommt. Du brauchst dem Einverständnis von dem Patient, dem Kritik zu bekommen, dem Impfung, dem Spritze zu bekommen. Du machst den Ort zuerst ausgeputzt. Du machst Identifizierung. Du nimmst saubere neue Nadel und neue Spritze und richtige Menge. Und erst dann, nach so vielen Sachen, darfst du dem anderen sozusagen einzusagen, einspritzen. Sonst wird das bringen schlimme Nebenwirkungen und Probleme. Und schlimme Kritik, insbesondere in die Familie, sind unertragbar. Sie bringen nur Zorn. Lieber nicht zu sagen, als zu sagen. Rabbi Akiva sagt, ich weiß nicht, ob es gibt in unserer Generation jemand, der wirklich Kritik bereit zu nehmen. Sagt König Shlomo, Hocheach lechacham ve'yehaveka. Also wenn du sagst, ein weiser Mensch, Kritik, und er hat ein Gefühl, dass du sagst das mit Ehre, mit Respekt, mit Anerkennung, geht irgendwie. Aber im Großen und Ganzen, wenn du am Überlegen, sagen oder nicht zu sagen, meine Meinung ist, lieber nicht zu sagen. Wenn du denkst, der andere wird nicht hören von das, was hast du gesagt. Überleg über dich, jemand hat dir was gesagt und du hast sofort geändert. Nee, bist verletzt. Warum sollte bei dem anderen anders sein? Wenn du dem anderen liebst und du gibst ihm einen Tipp und es kommt von Liebe und du hast einen Vorschlag und eine Alternative und es kommt vom Guten, der andere spürt, er ist wert. Es geht ansonsten. Die haben gegeben Nebenwirkungen, Spritzen, die sind unbeliebt. Schkoyach.